So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Metal Gear Solid 5 Phantom Pain oder der Phantom Pain, wie ihr wollt. So, wir machen jetzt wieder eine Nebenoperation, Nebenquest, wie ihr wollt. Welche machen wir denn? Zielübungen. Nein. Unglückshund. Okay. Ich bin einmal der Meinung, wir holen den Elite-Soldaten raus, Nummer 3. Please select a landing zone. So, wir müssen anscheinend dorthin. Das heißt, wir fliegen dahin. Auf geht's, ab geht's. So, Ausrüstung wählen, Hauptwaffen bitte. Gut, wir haben die Sniper ausgebildet. Das ist gut. Deploying. Mehr brauche ich nicht. Wir könnten mal wieder den Anzug wechseln. Das wäre auch sicherlich cool. Bin voll drinnen, volle Kanne drinnen. Und das Informationslager, ich habe jetzt eine größere Pause gemacht. Ich habe jetzt gegessen nämlich und habe die PlayStation halt währenddessen weitergelaufen lassen. Ich glaube, bald ist diese nächste Basis da fertig. Dieses Informationslager, was ich da jetzt da im letzten Part errichtet habe, der ja 40 Minuten lang war. So, Spiel fortsetzen bitte. Dun, dun, dun. Gut. Es wird eh keine Informationen. Oh. They can now deliver support strikes to our areas of operation. Use your iDroid to designate a location for a strike. Just make sure you're not in the kill zone. I hate to tell the men they blew up the boss. After you've called in a strike, move away from the target location immediately. Also, like supply drops, strikes cost GMP. So once you don't put us in the red, remember what our real objective is. Okay. Leise anscheinend diesmal. Das passt überhaupt nicht zu mir. Da, Materialien, Verbrauch. Da, schaut, da steigt alles. Das ist gut, dass ich das geholt habe. Das ist gut. Da steigen die Materialien von automatisch an anscheinend. Oder meine Männer machen das, ich weiß nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. So, da haben wir mal eine Heilpflanze, weil der Typ ja vorher auch in den letzten Part gesagt hat, Boss, wir brauchen mehr Heilpflanzen. So, nachladen hier, danke. Dann nehmen wir auch mit, bitte. Danke. So. Noch irgendwo ein Pflänzchen. Pflanze. Nö. So. Dann gehen wir mal auf die Karte, würde ich sagen. So, wir müssen anscheinend irgendwo darüber. Das ist... da hinten irgendwo. Okay. Na, dann gehen wir mal Gas. Bergsteigen kann ich ja wohl nicht. Gib mal Gas hier. Extraction arrived at Mother Base. Ja. Enemy presence detected. The map has been updated. Da hinten, da schaut gut aus. Moment, ist da ein Posten? Ja, anscheinend. Wir lassen die Augen offen. Kann ich da einfach nach hinten gehen? Das müssten wir probieren. Gehen wir ohne Pferde mal, da haben wir noch eine Heilpflanze. Wir müssen die Augen offen halten für diese Pflanzen. Anscheinend sind die sehr wichtig für unsere Basis. Sonst hätte der Typ mir das nicht gesagt. Ja. Ich weiß, alles kommt zu der Mother Base. Boom. Boom. Okay. Na dann zoomen wir mal. Nein, ich verdrück mich immer. So, da ist mal einer. Analysis complete. Ja. Ich weiß hier. Na? Analysis complete. Mehr Leute hier? Ja, da hinten. Analysis complete. Ah, da ist er. Den brauchen wir. Analysis complete. Okay. Sonst noch irgendwer, der da sterben möchte? Oder versteckt's euch? Geht's lieber raus aus der Map? Ich will aber nicht leise sein, Gottes Willen. Das würde mich auch interessieren. Dann machen wir mal einen Marker hier. Das ist so nice gemacht. Wirklich, man kann so viel machen. Das ist so cool. Da ist noch einer. Oh. Den haben wir. Den haben wir noch nicht.
Analysis complete. Ich könnte jetzt eigentlich mal den Hubschrauber auch anfordern. Okay, der verpisst sich. Okay, gut, okay. Da hinten. Analysis complete. Die sind alle scheiße. Okay, gut. Wir beginnen. Wie komme ich denn da runter am besten? Da nehme ich an. Jupp. Und runter da. So, wir versuchen da jetzt wirklich einmal so richtig zu stealthen. Wenn er da runter gehen würde. Tut aber nicht. Dann gehen wir halt da runter. Da ist ein Mörser. Oder? Ist das ein Mörser? Nein, das ist nur eine Pflanze. Achso, das ist ein Stein. Der Schatten schaut so aus, als wäre das ein Mörser. Um Gottes Willen, Herzfehler. Macht nichts. Wir bleiben jetzt einmal da unten. Halten die Augen offen. Und klettern da mal den Turm rauf. Komm, verpiss dich da. Geht schon. So. Na, ehrlich gesagt, einsammeln möchte ich auch nicht, aber wir können. Talk. Brauchst du Baupläne? Da ist einer. Okay, passt, super. Nice. So, Baupläne sind hier drinnen auch irgendwo. Moment, wir machen ganz kurz auf und schauen. Wie kann man da zoomen? Jupp. Hm, Hackerl, Hackerl, Hackerl. Da. Marker, please. Super. Was ist denn das da? Danke. So, da ist wichtig, da ist nämlich diese Zelle, da wo ich reingehen will. Und da sind anscheinend Baupläne. Holen wir uns auch natürlich. So, dann gehen wir es weiter an. Runter da. Irgendwo von da hinten. Das gibt's ja nicht, dass ich diese Radios nicht aufsammeln kann für neue Musik. Das kann ja nicht wahr sein. Komm, 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 komm. Stirb jetzt nicht da weg, da. Okay, Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, quit kidding around. Snake? Snake? Snake! Oh mein Gott, wieso sterbe ich da? Nur weil mich dieser Wichser gesehen hat. So. Darauf. Jetzt machen wir den gleichen Scheißdreck nochmal. Tut mir leid. Oh, oh nein, sie sind sogar markiert. Danke. Nice, wenigstens das. So, da runter war's. Da runter und runter mit dir. So. Schauen wir nochmal. Der Typ da oben weg? Ach Gott. Der Typ ist weg. So, dann gehen wir's an. Komm schneller. Verpiss dich mal da hinter den Stein, bitte. Setz dich mal hin. Was für einen kranken Scheiß mache ich eigentlich?
Was für einen Scheiß tue ich eigentlich? Das lasse ich jetzt alles drinnen. Wieso bin ich so nervös? So, nochmal. Das lasse ich alles drinnen jetzt. Ja. So, da runter. Nein, wir bleiben jetzt einfach da oben. Um Gottes Willen, wir setzen uns da in den Schatten. Setz dich hin. Und los geht's einfach, würde ich mal sagen. So, du Arschloch. Enemy presence detected. The map has been updated. Der sieht mich sogar. Der weiß, wo ich bin. Der Wichser. Irgendeiner von da. Da hinten steht er. Hab ihn. Da bewegt er sich. Bleib mal stehen. Gescheißen. Ja, sag mal, gibt's das auch? Komm, lad nach. Stirb. Very nice. Very nice. Leg dich hin. Lad nach. Da haben wir eine Pflanze. Very nice. Nice. Danke, dass du so deppert dastehst einfach nur. Das ist auch cool, dass du gerade nachladst. Das nützt mir auch gleich aus natürlich. Schamlos. Irgendeiner schießt auf mich. Da hinten. Ah, das ist meiner, den muss ich mitnehmen. Okay. Ganz ruhig. Er lebt noch. Lad nach, schneller, komm. Zack, zack. Boom, in den Arsch. Sehr gut. Wieder zurück ein bisschen. Zurück. Moment. Da ist er. Lad nach, schneller, komm. Bam. Sehr gut. Wieder zurück. Augen offen halten. Da hinten. Ach Gott. Lad schneller nach, komm. Bevor er sich da wegbewegt. Sehr nice. Lad schneller nach, komm. Und boom. Aber was mache ich? So, das sind jetzt zwei noch. Den brauchen wir. Boah, das ist schwer. Juhu, ich hab ihn. So, nach. So, und runter mit dir. Den holen wir uns jetzt so. Und dann gehen wir looten, Alter. Da gibt's sicherlich viel. Ich glaube, die ganze Basis habe ich ausgenockt anscheinend. Hört sich ziemlich brutal an. So, na. Aufnehmen. Das ist der Elite-Soldat. Du musst noch eine Menge von mir lernen. Und tschüss. Hoi! Au. Side-op completed. He's coming too. Hallo, was geht denn jetzt ab? Regenerier dich. Hast schon recht. Steh nur da und visier mich an. Noch einer. Da steht er.
Okay, gut, er lebt zwar noch, aber nicht mehr lange. Alter, was ist das? Lauf. Nachladen. Ach Gott, da ist dieses Ding im Weg. Hier runter. Nachladen. Jetzt habe ich mal, aber warum habe ich mal jetzt so schwer dann? Bin vorher durchgegangen wie nix. Okay, aber wir haben es geschafft. Das passt schon. Oh. So, da hinten. Baupläne. Ein Radio. Kann ich den mitnehmen? Und wieder nicht. Aber den kann ich mitnehmen, oder? Ja, den kann ich mitnehmen. Kassette. Take the DW. So, Geschützstellungen wären cool oder sowas, was ich halt so mitnehmen könnte. Geh mal darüber. Da möchte ich reinschauen. Der ist sogar offen. Ah, da ist nichts drin. Leider ist da nichts drin. Anscheinend geht da noch irgendwo einer spazieren oder sowas, ich weiß nicht. Genau, da wollte ich auch reingehen. Da ist wieder ein Poster. Dass da nichts drinnen ist, aber dass man das auch trotzdem aufschrauben muss, also aufsperren muss oder ja, in Dietrich halt. Wisst schon, was ich meine. Da ist was drin, sehr gut. In der vorigen war nichts drinnen. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Da vorne? Wieder ein Radio. Radio kann ich nicht mitnehmen. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir weiter. Probendiamanten wären cool. Oben ist was, das wird angezeigt. Achso, das kann man wieder mitnehmen, aber das Große kann ich ja noch nicht transportieren, aber das Kleine. Mörser sind auch gut. Sehr gut. Da war auch noch was, genau. Das habe ich mir noch gemerkt. Das andere bitte auch. Danke. Genau, den Radio kann ich nicht mitnehmen. Das Auto kann ich leider Gottes auch nicht mitnehmen. Da nach hinten können wir mal gehen. Ah, schaut's, da ist wieder so ein Poster. Da ist wieder so ein Ding. Und so wieder aufknacken. Sperren, keine Ahnung, wie ihr wollt. Ah. Oh, na schaut's. Metall. Und Metall. Und na bitte, da haben wir einen großen sogar. Leiwand. Gott sei Dank schaue ich überall. Da ist wieder so ein Radio. Kann ich den mitnehmen? Radio? No. Da hinten vielleicht? Na, auch nichts. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Da hinten waren wir eh schon. Da oben können wir vielleicht noch reinschauen. Achso, das ist das. Da drinnen haben wir uns diese Skull-Dinger angegriffen. War das das, wo wir uns da durchkämpft haben? Ja, tatsächlich. Das war das, wo wir uns da durchkämpft haben. Das habe ich alles nicht gefunden. Also wahrscheinlich muss man das extra annehmen. Okay, den haben wir auch noch.
erwischt. Ja, ansonsten war's das, glaube ich. Mehr gibt's hier nicht. Nein. Gut. Da vielleicht noch. Waren wir da drinnen schon? Ich glaube schon, oder? Also wenn wir schon da waren, dann ist es jetzt leer auf jeden Fall. Okay, damit kann ich leben. Geh mal darauf. Ja gut, das passt eigentlich eh. Wir sind eigentlich fertig. Haben wir die Haupt... Haben wir das überhaupt... Wir haben es eh erfüllt, oder? Wir haben den Typen... Haben wir mitgenommen. Missionen, Begleitungsschutz. Okay. Nebenmissionen. Und Nummer 3 war das. Ja, wir haben's. Na, dann passt's eh. Dann beenden wir hier wieder den Part. Aber zuerst holen wir uns noch den Hubschrauber. Treffen bitte. Please select a landing support helicopter requested. Okay, Moment. Dann muss ich wahrscheinlich rundum und umgehen. Damit ich dorthin komme. Nämlich anders wird das da nicht gehen. Wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich wieder darunter. Okay, okay. Moment. Das ist natürlich die große Aufgabe, hier wieder den Weg zurückzufinden. Komm her mal. Hallo. Und los geht's. Extraction arrived at the mother base. Oben, ja. Da schaut's. Metallgewinnung. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Es steigt doch so. Komm, komm, komm. Gib Gas da jetzt. Machen wir den Part zu Ende. Nämlich lassen wir eh immer urviel Zeit. Ich meine, eine halbe Stunde der Part und eigentlich davon der Rest ist dann eigentlich ziemlich nur herumgeplänkel oder irgendetwas Gesuche. Da ist er schon, der Heli. Wir springen ab. Ich bin schon da, kannst schon runterkommen, komm. Gut, die Pflanzen da haben wir auch mitgenommen. Na dann ab in den Hubschrauber. Very nice, haben wir das gemacht. Und auch schnell. Naja, schnell. Zweimal bin ich gestorben. Einmal wegen Blödheit und einmal wegen Blödheit und das dritte Mal auch wegen Blödheit. Falls ich dreimal gestorben bin. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Missionsgebiet verlassen. Sehr gut. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Mother Base und schauen uns das an noch mit... Genau, ja, das da. Erstens mal der Bericht. Na, wegen diesen Informationsdingsbums. Ich glaube, das ist schon fertig. Da haben wir jetzt nämlich extra viel Zeit gelassen, ehrlich gesagt. Side Ops List updated. Neue Nebenmissionen. Okay, gut, passt. Aha. Missionen. Zurück zum Mother Base. Da schaut's, da möchte ich hin. Da möchte ich einmal hin. Das ist jetzt fertig. Das habe ich jetzt gebaut. Ich würde gerne den Wuffi wieder mal sehen. Der Schatz. Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Langsam, aber sicher entwickelt sich unsere Basis. Bei der landen wir jetzt. Da hinten ist der wie soll ich jetzt sagen, die allgemeine Basis, mit der wir halt begonnen haben. Und all das, was jetzt da rundum und um passiert, das bauen wir uns auf. Es ist so cool gemacht, super, wirklich. Und wo ist mein Wuffi? Mein Wuffi ist nicht mehr da. Warum auch immer. So, wir gehen mal duschen. Duschen.
Jo, körperlich und geistig. Immer. Kann ich da reingehen? Wo sind denn da Truppen? Gibt es da keine Truppen auf dem Gebiet hier? Truppen, Truppen, Truppen. Männer? Nein. Das war nur ein Feuerhydrant oder sowas. Feuerlöscher, keine Ahnung. Keine Truppen hier? Und das für ein Dreck? Was ist denn das? Das schaut aber schon sehr cool aus. Und das schaut aus wie eine Tesla-Spule. Ah, das werden wahrscheinlich Radar. Ah, schaut's da! Das werden wahrscheinlich Radare sein. Radars. Und er hat auch gesagt, dass Boomen, diese Geschütze, die ich halt da mitnehme, oder Mörser, das ist jetzt ein Mörser, die kommen daher zur Verteidigung und, ah, da hinten steht auch einer, und werden dann selber aufgebaut. Das ist cool, wirklich. Hallo, salutierst du auch, wenn ich da drüben bin? Nein, gell? Hallo. Wenn du nicht salutierst, dann fliegst du um. Vielleicht ein bisschen gemein, aber trotzdem. So, rauf da. Das glaube ich auch. Wehe, ihr redet hinter meinem Rücken irgendein Scheißdreck. Es passiert was. So, da hinten liegt ein Rohdiamant. Warum auch immer die da oben dumm liegen. Ah, schaut, da kann ich. Thanks for letting me join the fight. I'll do whatever you ask. Ja, danke. Das hat, glaube ich, das Boomen gemeint mit Strom abdrehen. Okay, verstehe. Wenn ich das abdrehe, dann wird wahrscheinlich die Basis kaputt. Oder zumindest der Teil dieser Basis. Okay, Moment. Jetzt gehen wir kurz rein. Motherbase. Ja, da ist nichts Neues. Das sind nur die... Das da. Ocelot. A++. Ja, das ist eh klar. C, D. Okay. Anzeige umschalten, auswählen, entfernen. Zuweisung ändern, direkt Vertrag. Autozuweisung. Mitarbeiter. Staff assigned. Select unit. Nein, das will ich nicht. Da ist der Miller. Der ist aber auch gesperrt. Mich würde das interessieren, wie ich die Leute auf eine Mission schicke. Entweder kommt das wirklich erst oder... Basis, Missionen. Missionslisten, Kassetten, Protokolle. Nachschubabwurf, nein. Hubschrauber, Missionsliste, nein. Ich habe keine Ahnung. Protokolle vielleicht? Nein. Auch nicht. Na gut. Vielleicht kommt's erst, ich weiß nicht, vielleicht wird's freigeschalten, ich habe keine Ahnung. Das müssen wir noch nachschauen, wie das wirklich funktioniert. Vielleicht schaue ich auch bei wen anderen nach, bei einem anderen Let's Player. Muss ich schauen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zurück in den Heli. Na dann komm mal. Und da drinnen machen wir dann wieder Part Ende und dann nehmen wir uns eine neue Mission an. Allerdings werde ich jetzt da grundsätzlich ganz viele Nebenmissionen machen. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, wann ich weitermache mit den Hauptmissionen. Ich möchte ein bisschen Nebenmissionen auch machen, auch wenn es immer das gleiche ist, rausholen oder sonstiges, immer im gleichen Zielgebiet sein. Aber ich möchte auch hier so viel wie möglich zeigen. Ich schreibe es immer in den Beschreibungen rein, wie jetzt gerade halt die Mission heißt, die ich mache und sowas. Ich schreibe mir das auf, deswegen mache ich das auch pro Mission immer. Damit ihr euch auskennt, nicht dass euch jetzt wundert, hey, der spielt urlangsam oder irgend sowas. Der Typ da hinten pennt noch immer. Für den zahle ich oder was? Was ist mit dir? Steh auf und hakel was! Na, hast dir recht. Ich würde auch schlafen an deiner Stelle. Gute Nacht. Träum was Süßes. schau's wie groß. Setz uns wieder nach hinten.
Und ich verabschiede mich auch gleich einmal. Ja. Immer Mother Base hin, Mother Base her, ich weiß eh. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.